Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Liebe Gemeinde, mit diesem Bibelwort möchte ich Sie ganz herzlich grüßen aus dem 25. Kapitel des Matthäusevangeliums, aus dem großen Gleichnis vom Weltgericht. Und um unser Verhältnis zum Nächsten, der uns manchmal ja nicht so nahe ist, geht es in diesem Gottesdienst, der geprägt ist vom Evangelium, vom barmherzigen Samariter und vom Predigttext, der etwas weniger barmherzig ist. Da geht es nämlich um den Brudermord des Abel. Beginnen wir diesen Gottesdienst mit dem ersten Lied, Schönster Herr Jesu. Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, im ersten Buch der Bibel, der Genesis, finden wir die Geschichten vom Anfang. Aber dieser Anfang, von dem Sie uns etwas sagen, ist nicht der Anfang der Welt, wie wir ihn heute mit den Methoden der Naturwissenschaft erforschen. Es geht nicht um den Urknall, nicht darum, was im Einzelnen vor sich gegangen ist, sondern es geht darum, wozu das alles erschaffen worden ist. Es geht darum, dass die Welt, wie sie ist, eben von Gott erschaffen wird. Und in all diesen Geschichten vom Anfang, da gehört die Schöpfung zu, der Sündenfall, die Brudermordgeschichte und auch noch der Turm von Babel, da geht es um die Frage, warum ist unser Leben eigentlich so, wie wir das erleben? Warum gibt es diese herrliche Vielfalt an Geschöpfen? Und doch ist die Freude daran immer wieder getrübt. Warum müssen wir uns plagen in unserer Arbeit? Oder die Frauen Schmerzen haben bei der Geburt der Kinder? Oder warum gibt es Gewalt und Tod? Und warum Feindschaft zwischen Völkern und sogar zwischen Brüdern? Und für all diese Fragen und Situationen gibt es eine Geschichte am Anfang der Bibel, die erst einmal sagt, so war das von Anfang an mit den Menschen. Schon die ersten Menschen waren nicht zufrieden, selbst im Paradies nicht. Sie wollten sein wie Gott. Und schon das erste Brüderpaar zerstritt sich und einer wurde des anderen Opfer. So ist der Mensch von Anfang an, das sagen diese Geschichten. Das geschieht immer und immer wieder, weil da etwas schiefläuft zwischen Gott und den Menschen und damit auch unter den Menschen. Es sind also keine Geschichten, wie es vielleicht mal gewesen sein könnte, sondern Geschichten, wie es ist. Von Anfang bis heute, ob wir nun Adam heißen oder Eva oder Lukas oder Ann-Kathrin, es sind Geschichten zu der Frage, was läuft eigentlich ab hier unter uns? Immer neu und anders, aber doch im Grunde immer wieder dasselbe. Von dieser Frage her hören wir auch den Predigtext für heute. Es ist die Geschichte oder das Drama, das zwischen Kain und Abel geschieht. Von zwei Menschen, die einander nahe sind und so aneinander geraten, dass einer dem anderen das Leben nimmt. Im ersten Buch Mose, im 4. Kapitel steht es. Da lesen wir, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain des Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen willst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird es mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass niemand ihn erschlüge, der ihn finde. So ging Kain hinweg vor dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not. Liebe Gemeinde, wie ist der Mensch von Anfang an? Diese Geschichte gibt ja eine erschreckend eindeutige Antwort darauf. Der Mensch, das heißt wir alle, ist vom Anfang an neidisch. Im Grunde seines Wesens. Nicht nur manche, sondern wir alle. Wir sind nicht immer so, wie wir das gerne hätten. Wir sind nicht immer freundlich und liebevoll, den Mitmenschen nicht immer in Liebe zugetan und nicht mal unseren engsten Verwandten. Wenn unser Bruder Glück hat, natürlich können wir uns dann freuen. auch wenn wir selbst dieses Glück nicht haben. Kain hätte sich mit Abel darüber freuen können, dass Gott sein Opfer so gnädig annimmt. Er hätte das vielleicht auch als Ansporn sehen können für sich selbst. Vielleicht kann ich noch irgendwie etwas anders machen, damit Gott mein Opfer auch annimmt. Damit er mich auch gnädig ansieht. Aber so kommt es nicht. Kain kann sich nicht für seinen Bruder Abel freuen. Er hat keine Augen für das Glück des Bruders, sondern sieht in diesem Glück nur, ich bin gescheitert. Und über ihn kommt dieses grünäugige Ungeheuer, wie man es manchmal nennt, der Neid. Der Neid ist ein furchtbarer Virus, liebe Gemeinde. Er erfasst uns völlig und lässt uns nicht mehr los. Wenn wir neidisch sind, verzerrt sich unser Blick. Wir können dann gar nicht mehr sehen, was auch in unserem eigenen Leben gut und schön ist. Obwohl es da sicher viel zu entdecken gäbe. Auch wenn wir manchmal scheitern und nicht immer alles gelingt, so wie bei Kain. Es wird doch vieles geben, über das wir uns trotzdem freuen können. Aber der Neid lässt uns das nicht mehr sehen. Wir sehen nur noch, was schief geht, was bei anderen gut läuft oder wenigstens von außen so aussieht. Manchmal ist es ja gar nicht so golden. In unserem Text ist das so schön ausgedrückt. Kain ergrimmte sehr und senkte finster seinen Blick. Wenn man den Blick finster senkt, dann kann man sich vorstellen, dann sieht man nicht mehr. Nicht mehr das Licht, nur noch Dunkel und Schatten. Und dann fühlt man sich ganz schnell als Opfer, ungerecht behandelt. Ob man selbst was damit zu tun hat, das übersieht man gerne. Und Opfer sein ist ja sehr modern geworden. Opfer sein hat Konjunktur. Jeder ist irgendwie ein Opfer. Von Diskriminierung, von Missachtung, von Misshandlung. Manche sind es wirklich. Aber manche ziehen sich dieses Kleid so gerne an. Mir scheint also, die Geschichte von Kain und Abel steht zu Recht in der Urgeschichte. Es ist ein menschliches Grundgefühl, so sind wir Menschen. Manchmal sehen wir uns gerne als zu kurz gekommen. Wir neigen dazu, uns zu bemitleiden. Es ist sehr einfach, ein Opfer zu sein. Ist Kain ein Opfer? Warum hat Gott eigentlich sein Opfer abgelehnt? Wir erfahren nichts darüber. Und das ist ja auch so eine Grunderfahrung. Bei uns Menschen ist es ja auch so. Wir erleben immer wieder, uns misslingt etwas, wir scheitern und haben dafür gar keinen Grund. Und manchmal sehen wir der andere, der vielleicht sich viel weniger angestrengt hat. Bei dem gelingt es. Mensch, da habe ich jetzt wochenlang für die Klassenarbeit gelernt. Und es hat nicht geklappt. Und ein anderer, der macht gar nichts, der geht nur Fußball spielen und spielt am Computer und schreibt dann eine 1 oder eine 2. Das gibt es ja auch. Oder man strengt sich an. Ein Haus oder so, will man haben. So schön wie die Nachbarn. Aber so viel man arbeitet, das Geld reicht da nicht. Oder einer, der lebt immer sorglos vor sich hin. Es gibt ja so Menschen. Die haben keine Sorgen. Und da klappt alles scheinbar. Und der andere, der immer auf sich achtet, sich gesund ernährt, den trifft dann der Krebs. Das ist nicht gerecht, liebe Gemeinde. Das ist ungerecht. Und das ist auch so mit uns Menschen. Wir erleben immer wieder Schicksalsschläge, Ungerechtigkeit. Etwas trifft uns und wir haben das nicht verdient. Und wenn wir Pech haben, ist uns dann das Glück der anderen noch unerträglicher. Und genau da fängt das Unheil an. Das Unheil in dieser Geschichte beginnt nicht an dem Punkt, wo Gott das Opfer des Kains nicht annimmt, sondern der redet ja noch mit Kain. Er sagt, guck doch nicht so finster. Er hatte die Beziehung überhaupt nicht abgebrochen. Und er sagt, du hast doch keinen Grund, neidisch zu sein. Dieses Unglück in der Geschichte beginnt in dem Moment, wo Kain einfach sich dem Neid hingibt. Der Neid führt zu all dem, was noch kommt, zu den grausamen, verwerflichen Mord am Bruder. Das ist überhaupt keine Tat im Affekt, das ist kühl geplant. Er lockt ihn aufs Feld, wo man sie keiner sieht. Es gibt ja noch nicht so viele Menschen auf der Welt. Und dann verwischt er seine Spuren, versucht die Tat zu vertuschen, sogar vor Gott. Und dann sagt er diesen infamen Satz, den wir ja manchmal zitieren: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Das ist wirklich einer der bösartigsten Sätze in der ganzen Bibel. Weil Kain durch diesen Neid bösartig geworden ist. Er hat das Maß verloren, sieht nur noch seine eigene Verletzung, und auch wenn er seinen Bruder mal geliebt hat, ist es umgeschlagen in Hass. Aus einem redlichen Bauern ist ein bösartiger Mensch geworden. Der war sicher auch gut erzogen. Hat bestimmt bis dahin ein ordentliches Leben geführt. Aber dann ist er aus Neid völlig verkommen. Liebe Gemeinde, wir Menschen haben immer zwei Möglichkeiten. Wir können dem anderen Leben schenken und wir können dem anderen das Leben nehmen. Das steht beides in unserer Macht. Nicht nur wer einen anderen tötet, nimmt Leben. Bei Martin Luther im kleinen Katechismus steht ja die Erklärung zum 5. Gebot, du sollst nicht töten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leib keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und beistehen in allem Not. Martin Luther schafft es ja, den kleinen Katechismus auf ganz kurzem Raum aus diesem Du sollst nicht immer auch ein Du sollst oder Du kannst oder so kann man es machen zu machen. Das 5. Gebot ist nicht dann schon erfüllt, wenn wir darauf verzichten, einander umzubringen. Sondern es ist dann erfüllt, wenn wir dem Nächsten kein Leid tun. Nicht an seinem Leib, aber auch nicht an seiner Seele. Das 5. Gebot ist dann erfüllt, wenn wir dem anderen sein Leben nicht nehmen. Es nicht einschränken, es nicht beschädigen. Sondern wenn wir das Leben des anderen achten und fördern. Wir können einander Leben schenken und wir können es dem anderen nehmen. Kain hat sich dafür entschieden, seinem Bruder das Leben zu nehmen. Und damit steht er dafür, was auch uns möglich ist und was wir auch manchmal tun. Der Weg von dieser Urgeschichte zu unserer Zeit ist nicht weit. Die Urgeschichte ist ja nicht vor vielen tausend Jahren mal gewesen, sondern spielt sich jeden Tag neu ab unter uns. Und darum ist der Weg nicht weit vom Neid des Kain zu Neid und Hass, die wir in unserer Zeit erleben. Und wie salonfähig sind die geworden. Neid und Hass treiben Menschen auf die Straßen, die demonstrieren für Bündnisse und Parteien, die Feindschaft sehen in unserer Gemeinschaft. Sie sprechen all die an, die das Gefühl haben, zu kurz gekommen zu sein. Ob das nun wahr ist, es gibt ja Menschen, die zu kurz kommen, denen Unrecht geschieht, oder nur eingebildet. Und da fischen sie im Trüben und sammeln Ressentiments ein wie reife Früchte. Die anderen sind schuld. Die Bonzen, die Ausländer, die Flüchtlinge, die Eurokraten oder früher einmal eine verbrecherische Kanzlerin, die kann man jetzt nicht mehr angreifen, weil sie nicht mehr im Amt ist. Oder wer auch immer. Und da geht es genauso zu wie bei Kain und Abel. Einer fühlt sich zu kurz gekommen, manche sind das wohl auch, aber statt dann die Möglichkeiten zu prüfen, zu sehen, wie kommt man raus aus der Misere, was kann man auch selber tun. Überlassen sich einige dem Hass, den Verführern, die ihnen ins Ohr flüstern, die anderen sind schuld, nehmen euch die Arbeit weg, die Anerkennung. Und aus Neid entsteht all das Böse, die Sünde, sie lauert vor der Tür. Wartet nur darauf, dass wir die Tür so ein kleines Stückchen aufmachen und dann ist sie drin. Und wenn wir uns diesem Neid hingeben, dann machen wir die Tür auf für die Sünde. Wenn wir zulassen, dass der Neid auf andere Leute Glück, unser Lebensglück tut. Wir können dem anderen Leben schenken und wir können es ihm nehmen. Und das entscheiden wir selbst. Aber mit dem Leben nehmen endet diese Geschichte ja nicht, liebe Gemeinde. Sie endet auch nicht mit dem Fluch, den Gott über Kain legt, dass er umsteht und flüchtig in der Welt sein muss. Sondern, und das ist eigenartig, am Ende wird Kain, der Mörder, beschützt. Er bekommt das berühmte Kainsmal. Wenn heute von Kainsmal die Rede ist, denkt man immer an so ein Schandzeichen, so ein Brandzeichen. Du, der ist ein Mörder oder Verbrecher, der hat ein Kainsmal. Aber eigentlich ist es hier in der Geschichte andersrum gemeint. Das ist ein Schutzzeichen. Das beschützt den Kain. Das ist nicht wie so ein Pranger. Gott verflucht Kain für seine Tat. Die Schuld des Kain ist ja so groß, das kann man nicht wieder gut machen. Nicht ausgleichen. Ich habe meinen Bruder getötet, schlachte ich ein Lämmchen, dann ist alles wieder gut. So geht es nicht. Es geht nicht mehr weg, diese Schuld. Und Gott bestraft Kain. Und wenn er ihn bestraft, dann tut er es wahrscheinlich auch deshalb, weil er nicht will, dass Kain weiterhin ein Mörder bleibt. Er lässt ihn nicht mit diesem Verbrechen durchkommen. Schneidet ihm den Weg ab, das Weglaufen und sich Verstecken. Das geht nicht. Gott lässt nicht zu, dass Kain ein Mörder bleibt. Aber er will auch, dass Kain am Leben bleibt. Und darum schützt er ihn. Und das gehört auch zu dieser Geschichte vom Anfang, die eigentlich unsere Geschichte ist. So ist es mit uns Menschen. Gott will doch, dass wir am Leben bleiben. Er erhält uns, sogar wenn wir uns von ihm abwenden. Denn so ist Gott. Und das sagt die Urgeschichte ja auch. Nicht nur, wie wir Menschen sind, sondern auch, wie Gott ist. Gott ist ein gnädiger Gott. Barmherzig und gütig. Und selbst die Strafe, die er Kain auferlegt, die trägt noch Segen in sich. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Was wir selber eben sagen. Und dazu hören wir noch einmal das Lied Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. Die wird alles, was wir Gott vorbringen, unter dieses Vorzeichen der Liebe stellen. Herr Jesus Christus, du bist uns treu. Wir denken vor dir an Menschen in unserer Nähe, die unsere Treue brauchen, unsere Hilfe. Wir denken an einsame, beladene und Belastete und beten für sie in der Stille. Denken vor Gott an Menschen, die treu sind, die ihre Kraft für die Nächsten einsetzen, und in der Stille wollen wir um Gottes Segen für ihr Werk bitten. Gott regiert die Welt mit Treue. Und wir beraten in der Stille mit Gott, wo es uns schwerfällt, die Treue zu bewahren. Gottes Treue vertrauen wir unsere ganze Welt an und in der Stille beten wir für all die Nöte, die wir nicht wenden können. Guter Gott, schließlich bitten wir um Frieden in unserer Gesellschaft und um Frieden in der Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nehmen Sie Platz. Am Dienstag ist wieder Gottesdienst im Rosenhof, vormittags um 10 Uhr. Wir fahren mit den Konfirmanden in diese Woche auf Konfirmandenfreizeit. Am Mittwoch bis Freitag sind wir weg. Die anderen Proben und so muss ich jetzt, glaube ich, nicht ansagen. Kommenden Sonntag feiern wir wieder hier zusammen Gottesdienst. Da sind wir auch wieder da um 10 Uhr. Die Kollekte heute ist für die Arbeit jeder eigenen Gemeinde bestimmt und sei Ihnen darum besonders anempfohlen. Und zum Schluss singen wir: Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen. Gottes schützende Hand begleitet Sie auf Ihrem Weg zurück in den Alltag. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.